Ja, hallo, guten Abend allerseits. Schön, dass ihr so zahlreich zu meinem Vortrag erschienen seid. Mein Name ist Michael Stapelberg und das Thema, weswegen ihr hier seid, ist, dass Linux Package Manager zu langsam sind. Ich möchte mich im Vorfeld noch kurz entschuldigen, dass einige Fachbegriffe in diesem Vortrag auf Englisch bleiben und ich werde das dann einfach so denglischmäßig hin und her mixen. Ich hoffe, ihr könnt mir das nachsehen, weil sonst wird es einfach sehr awkward, wenn man dann diese ganzen Begriffe ins Deutsche übersetzt. Zunächst mal habe ich hier eine Demonstration, damit ihr gleich erstmal wisst, worum es wirklich geht. Auf der linken Seite ist jeweils Debian abgebildet, aber nur stellvertretend. Ich habe da auch gleich noch eine Folie zu. Und was hier passiert in diesem Video, was hier passieren sollte, ich habe das natürlich auch noch hier vorbereitet, für den Fall, dass das WLAN nicht gehen sollte. Was ich hier gemacht habe, ist, ich starte einen Docker-Container in Debian und dann installiere ich das Programm akk. Wie der Paketname akk-grep schon suggeriert, ist akk ein Ersatz für grep. Und akk ist einfach ein Tool, stellvertretend hier für ein kleines Tool. Als Ersatz für grep, ihr wisst alle, was grep macht. Es gibt eine ganze Reihe an verschiedenen Ersatzprogrammen, sei es jetzt akk, sei es Silver Searcher, RipGrep, was auch immer, da gibt es ganz viele verschiedene. Aber was ich eben hier illustrieren möchte, ist, dass ein Paket, welches einfach nur ein paar Kilobyte groß ist, wenn ihr das unter Debian installiert, ich lasse es hier nochmal laufen, dass ihr wirklich ein Gefühl nochmal dafür bekommt. Was hier eben passiert ist, er lädt sich die Paketlisten runter, dann installiert er das Ganze, ein paar Dependencies sind noch dabei, dann entpackt er das Ganze und das dauert insgesamt 4 Sekunden, bis ich das akk-Programm tatsächlich ausführen kann. So, wenn ich das jetzt vergleiche, wie schnell es eigentlich laufen könnte, indem ich das Gleiche mache, aber mit meinem System, seht ihr hier 0,5 Sekunden, also 8-mal so schnell. Und das ist jetzt bei so einem kleinen Paket vielleicht nicht so beeindruckend, aber ich habe das Ganze auch mal mit QEMU nochmal gemacht, unter Debian. Und wie ihr euch jetzt sicherlich schon ausmalen könnt, QEMU ist ein sehr großes Paket, hat viele, viele Megabytes, hat einige Bestandteile, hat auch ein paar Dependencies und sobald das jetzt hier mal tatsächlich auch anfängt, Paketlisten runterladen, soweit so gut. So, und jetzt kommt QEMU und jetzt können wir uns erstmal zurücklehnen. Also er lädt das jetzt hier alles runter und ihr seht, das geht auch relativ flott. Das ist also eine Gigabit-Leitung mit einer sehr aktuellen Intel Workstation, fett angebunden, fett CPU, fett SSD mit irgendwie NVMe. Und trotzdem kann ich jetzt hier die ganze Zeit reden, während er dieses blöde Paket installiert. So, was macht er denn da die ganze Zeit? Wieso dauert das so lang und was soll das überhaupt? Das waren jetzt 17 Sekunden, bis das Ganze installiert wurde. Und jetzt schauen wir uns mal das Gleiche an, wie das eigentlich aussehen sollte. Wenn wir das hier in diesem System machen, dann dauert das nur noch knappe 3 bis 4 Sekunden, fertig installiert und einsetzbar. So, das ist also die Prämisse von meinem Vortrag. Ich überspringe jetzt mal hier die nicht funktionierenden Videos. Und dann gehen wir in die Folien über. Fragen bitte erst am Ende, weil ich glaube, es ist wichtig, dass ihr erstmal alles versteht, was ich jetzt hier vorstellen möchte. So, ich habe hier tabellarisch nochmal aufgeführt, wie die Geschwindigkeiten sind der verschiedenen Distributionen und Paketmanager. Die Tabelle ist sortiert nach Wall Clock Time, also wie lange hat es tatsächlich gedauert insgesamt. Und die Zahlen, wenn ihr genau aufgepasst habt, sind auch nicht ganz reproduzierbar mit der Demo, die ich gerade gezeigt habe. Da muss man also noch ein bisschen Arbeit investieren, dass das ein sauberes Environment wird, was auch reproduzierbar ist. Aber das gibt euch einen groben Ansatzwert. Ich gehe es kurz durch. Bei Fedora, wenn ich mit DNF das akk-Programm installiere, dann muss er erstmal 100 Megabyte runterladen, bevor er mir die paar Kilobyte an akk installieren kann. Das dauert insgesamt 25 Sekunden, was schon eine ganze Menge ist. Und die umgerechnete Datenrate, mit der das Programm also arbeitet, also mit der Package Manager installiert, sind knappe 4 Megabyte pro Sekunde. Dann NixOS hat einige Grundsteine richtig gelegt, also die könnten eigentlich ziemlich flott sein, aus mir unerklärlichen Gründen, wahrscheinlich irgendwie suboptimale Implementation, ich kann es hier nur mutmaßen, dauert es trotzdem 12 Sekunden, um knappe 15 Megabyte runterzuladen. Das entspricht einer schrecklichen Datenrate von gerade mal 1 Megabyte pro Sekunde. Bei Debian sieht es nicht viel besser aus. Und wenn wir dann quasi in die kleineren Distributionen gehen oder die schlankeren oder die Nischendistributionen wie Alpine zum Beispiel, was hauptsächlich im Docker-Umfeld benutzt wird, dann sehen wir, okay, da geht es eigentlich auch besser. So, das ist also die Ausgangslage und jetzt stellen wir uns die Frage, okay, warum sind diese ganzen Package Manager so langsam?
Dafür müssen wir erstmal ein bisschen ausholen. Bei den weit verbreiteten Package-Managern und Formaten, die die verwenden, gibt es zwei Stück. Die anderen sind eigentlich meist Abkömmlinge davon. Wenn man auf Wikipedia schaut, klar, es gibt noch ein paar andere, aber alle arbeiten in den Aspekten, die ich hier vorstelle, auf die gleiche Art und Weise. Bei Debian gibt es die DEP-Packages, steht einfach für Debian-Package. Und was die machen, ist ein TAR-Archive eingepackt in einem Unix-Archive, also quasi ein Archiv im Archiv. Und das muss man dann eben erstmal entpacken. Beim RPM, ursprünglich stand das für Red Hat Package Manager, mittlerweile ist, glaube ich, ein Backronym, hat man ein bisschen Metadaten um den CPIO-Archive außenrum gepackt. Und das Ziel von allen diesen Paketmanagern ist letztendlich einfach, die Paketinhalte zur Verfügung zu stellen. Also wenn ich zum Beispiel sage, apt install Nginx, dann soll das letztendlich resultieren darin, dass ich Nginx auf meinem Computer ausführen kann. Soweit so gut. Traditionell bedeutet das also, dass die Package Manager, wenn ich diesen Befehl eingebe, die Paketlisten runterladen müssen, dann die Abhängigkeiten auflösen müssen, dann die entsprechenden Daten, die sie brauchen, runterladen, die Archive entpacken und die Software anschließend konfigurieren müssen. Das sind jetzt schon eine ganze Menge an Schritten. Und Annahmen, die die Paketmanager hier machen, sind, dass wir es mit einem mutable system, also einem veränderbaren System zu tun haben. Das heißt, die Package Manager verändern einfach das installierte System. Am Beispiel jetzt gerade eben von Nginx, das landet in User Bin Nginx, so wie alle anderen Programme auch. Die landen alle irgendwie in User Bin. Gleichzeitig ist aber eine andere Annahme, dass Nutzer das System nicht verändern dürfen im selben Ausmaß. Also wenn ich selber irgendwie Software nach User installiere, dann endet das meistens schrecklich. Manchmal reparierbar und manchmal einfach auch gar nicht mehr. Grundsätzlich ist es so, dass die Änderungen, die die Paketmanager durchführen im Normalbetrieb, also wenn ich einfach eine Installation oder ein Update mache, relativ gefährlich sind. Also wenn da irgendwas dabei schief geht, also angenommen es ist irgendwie ein Stromausfall oder euch geht der Akku leer oder der Kernel crasht oder was auch immer, dann kann es sein, dass irgendwas kaputt gegangen ist und euer System hinterher einfach nicht mehr startet. Angenommen ihr aktualisiert gerade die libc und hinterher funktioniert kein Programm mehr, was in C geschrieben wurde, das wäre schlecht. Was die deswegen alle machen, ist, dass sie den F-Sync System Call benutzen, damit also die Puffer nicht nur im Arbeitsspeicher liegen, sondern auch tatsächlich auf das Speichermedium rausgeflasht werden. Da kann man jetzt noch lange darüber diskutieren, so wie da die Nuancen sind und ob das wirklich langt und so weiter und so weiter. Aber das machen die eben alle und das ist einer der Gründe, warum das ein bisschen langsam geht. So, jetzt wissen wir also grob, was machen Package Manager auf einem High Level und jetzt können wir uns auch schon die Frage stellen, wie können Package Manager eigentlich schneller werden? Die Kern-Contributions von diesem Vortrag sind folgende Ideen. Wir wollen einen Append-Only-Package-Store benutzen aus Immutable Images. Und hier konkret, wir müssen ein Image-Format benutzen statt ein Archivformat. Ich habe gerade schon vorgestellt, Debian-Packages und RPM-Packages sind Archive. Das heißt, die müssen runtergeladen werden, verifiziert werden und ausgepackt werden. Nichts davon kann man parallelisieren. Wenn wir aber mit einem Image-Format arbeiten, zum Beispiel ein Squashfs-Image, wie das ja auch schon andere Tools machen wie App-Image, dann können wir einfach dieses Image runterladen auf die Festplatte und direkt mounten, also direkt benutzen. Und bei App-Image und Snap und so, da wird das gemacht, aber eben nur für Anwendungsprogramme, also für sowas wie GIMP oder KiCad oder was auch immer. Aber die These, die ich hier eben aufstelle, ist, dass man dieses grundlegende Vorgehen für eine komplette Distribution machen kann und dass das machbar ist. So, was machen wir jetzt mit diesen Images? Wenn wir die auf unsere Festplatte laden, dann stellen wir die in separaten Mount Points zur Verfügung. Und das ist ein Konzept, was ich in diesem Vortrag Separate Hierarchies nenne. Das heißt konkret, wenn ich Nginx installiere auf meinem Computer, dann habe ich das unter /ro/nginx und dann also der komplette Paketname inklusive Architektur und voller Versionsnummer. Und nebendran liegend, auf der gleichen Ebene in der Hierarchie, habe ich eben Zshell. Und unten drunter werden also die ganzen Dateien installiert. Also im Fall von Nginx habe ich da das Userbin Nginx in diesem Unterordner. Ansonsten habe ich das System wie üblich aufgebaut. Das heißt, man hat ganz normal irgendwie sein /etc für Konfigurationsdateien, sein /var, lib, var cache und so weiter und so weiter. Aber die Systemsoftware wird halt nicht irgendwie in ein Verzeichnis so durcheinander zusammen installiert, sondern wird eben schön separat unter dieser /ro für read-only Hierarchie zur Verfügung gestellt. So, was sind jetzt die Vorteile davon? Gerade eben schon gesagt, wir müssen einfach nur noch mounten, statt zu entpacken. Und das macht zum einen die Paketinstallation enorm viel schneller und zum anderen, und das hatte ich am Anfang gar nicht realisiert, macht es auch Build-Umgebungen viel, viel schneller. Wenn man an so einer Distribution arbeitet und ein neues Paket hinzufügt, dann baut man das üblicherweise in einer separaten Umgebung. Das macht man deswegen, damit man sich nicht auf seinem Host-System irgendwie ganz viele Pakete installieren muss, die man sonst eigentlich gar nicht braucht und um zu vermeiden, dass von dem Host-System irgendwelche Eigenheiten in den Paketen landen.
Das heißt, bei normalen oder bei, ich sag mal, herkömmlichen Distributionen ist das üblicherweise so gelöst, dass sie so ein separates Change-Root haben, also so ein separates Base-Image, was irgendwie, sagen wir, nächtlich oder wöchentlich oder vielleicht nie aktualisiert wird. Und dann mountet man das mit so einem Copy-on-Write-Dateisystem und installiert da einfach alle Build-Dependencies rein. Und je nachdem, um was für ein Paket es sich handelt, ich habe früher in Debian Free Radius maintained zum Beispiel, das braucht irgendwie eine gute Minute oder so, bis da überhaupt der Change-Root mal aufgebaut ist. Und dann dauert es nochmal ein paar Minuten, bis das durchgebaut ist. Das sind also super lange Iterationszyklen, wenn man da so ein Paket modifizieren will. Und hier ist es so, dass die Build-Umgebung super schnell einfach zusammengesetzt werden kann. Dadurch, dass ich einfach unter /ro meine ganzen Images mounte, kann ich in einem Bruchteil von einer Sekunde das Build-Environment komplett fertig haben. Und nachher in der Fragerunde, beziehungsweise wenn wir noch ein bisschen Zeit haben für Demos, kann ich das auch gerne mal demonstrieren, wie das aussieht. Außerdem ist so ein Package-Store grundlegend append-only, weil die Images ja unveränderlich sind, die werden nicht irgendwie editiert, ausgetauscht oder overlaid oder so, sondern die bleiben so, wie sie sind, können wir das Ganze append-only aufziehen. Wir fügen immer nur neue Dateien hinzu. Und irgendwann machen wir mal eine Garbage-Collection, aber das ist irrelevant für den Common Case. Das heißt, wir können Input-Output auch ohne fsync machen. Das ist vollkommen okay. Wenn uns während der Paketinstallation der Akku leer läuft, ist es kein Problem. Entweder das Paket wurde, bevor der Akku leer gegangen ist, noch fertig installiert, dann ist es halt da, okay, gut. Oder es ist halt nicht da und dann ist aber auch nichts kaputt gegangen. Sondern wir können dann einfach nochmal sagen, ah, das Paket hat es offenbar nicht geschafft, dann installiere ich es jetzt einfach nochmal und dann wird das Paket nochmal installiert und dann ist alles sauber. Also man muss ja nichts recovern und man muss ja nicht vorsichtig sein. Und dass wir das fsync komplett entfernen können, bedeutet halt, dass wir nicht nur die Festplatte auslasten können, sondern dass wir quasi den Arbeitsspeicher auslasten können und viel schneller also diese Puffer füllen können. Und im Normalfall, in dem also die Pakete, die ihr installiert, in euren Arbeitsspeicher passen, müsst ihr also überhaupt gar nicht auf die Festplatte schreiben, bis ihr das Paket nutzen könnt. Das macht es natürlich viel schneller. Außerdem, um das nochmal explizit herauszustellen, ihr kriegt also ein robustes System ohne Zerstörungsgefahr. Ihr könnt euch weder absichtlich noch bösartig irgendwie in User eure Installation kaputt malen. Also schützt vielleicht auch gegen Malware so ein bisschen. Aber ist einfach ein gutes Gefühl, dass man weiß, okay, wenn irgendwas kaputt geht, dann kann es nicht das sein. Also dieser Teil des Systems ist einfach komplett abgeriegelt. So, jetzt tun sich da natürlich ein paar Fragen auf. Bei diesem Konzept von den Separate Hierarchies brauchen wir was, das nenne ich hier Exchange Directories. Die gibt es in zwei Variationen, die gibt es einmal global und einmal per Package. In der globalen Variante ist die Beobachtung folgende. Pakete tauschen generell Daten über bekannte Verzeichnisse aus. Das heißt, mal hier ein paar Beispiele rausgegriffen, das MAN-Programm, um euch die MAN-Pages anzuschauen, kommuniziert mit Nginx oder mit ganz vielen anderen Paketen darüber, dass es in User-Share-MAN nach Dateien sucht, die die anderen Pakete dort hinterlegen. Ein anderes Beispiel, der GCC, wenn ihr Software kompilieren wollt, kommuniziert mit der lib-usb über user-include, indem er da einfach so ein include-File findet, was die Library vorher dort hinterlegt hat. So, jetzt könnte man sagen, okay, wenn also alle diese Programme an bestimmten Stellen nach diesen Dateien suchen und wir haben diese Stellen nicht auf unserem System, dann können wir ja einfach die Programme patchen und anpassen, sodass sie unser Pfadsystem akzeptieren und umsetzen. Das ist aber natürlich ein Riesenaufwand, das ist nicht nur viel Aufwand im Moment, also um das Programm zum Laufen zu bekommen, sondern auch immer, wenn sich das Programm ändert, muss man das gegebenenfalls anpassen und so, da kommt man ja gar nicht hinterher. Der bessere Ansatz ist, dass man diese bekannten Pfade emuliert. Wie ich das mache, ist, dass ich einfach in user-include einen Symlink habe, sagen wir zum Beispiel user-include-jpeg-lib, und das ist dann ein Symlink auf den vollen Pfad, also in dem Fall wäre das die lib-jpeg-turbo-Paket und dort ist dann die include-jpeg-lib drin. So, das ist jetzt die globale Variante gewesen, jetzt schauen wir uns die per-Package an. Und der Unterschied zwischen den beiden ist, dass die globale Variante lose gekoppelt ist und die per-Package ist eng gekoppelt. Das heißt, das ist nützlich, wenn man Plugin-Architekturen hat, bei denen das ABI einfach übereinstimmen muss. Bei Xorg ist es zum Beispiel so, dass die Autoren von Xorg sagen, wenn ihr ein Modul kompiliert für Xorg, sagen wir einen Grafikkartentreiber oder sowas oder einen Maustreiber oder was auch immer ihr habt, dann ist er nur kompatibel mit der Version, gegen die ihr auch kompiliert habt und nicht gegen irgendwelche anderen Versionen. Hier wollen wir also nicht mehr das globale Exchange Directory haben, sowas wie libxorg-modules, weil dann könnten wir nicht mehrere Versionen von dem Xorg nebeneinander installiert haben, sondern hier brauchen wir einen per-Package-Exchange-Directory, sodass innerhalb von dem /ro/xorg-Server dann dort das libxorg-Modules mit den Symlinks auf die entsprechenden Plugins gefüllt wird. Okay, was sind die Vorteile davon, wenn wir Separate Hierarchies umsetzen? Das eine sehr wichtige ist, dass wir keine Konflikte mehr haben können zum Zeitpunkt der Paketinstallation, sondern erst beim Ausführen.
Das heißt, slash bin ist auf meinem System eigentlich nur eine Convenience Directory. Ich erkläre gleich, warum das so ist. Aber erst wenn wir über slash bin ein Programm ausführen, sagen wir slash bin slash Python, dann müssen wir uns entscheiden, okay, welches Python ist denn jetzt eigentlich gemeint? Also ist es jetzt 2.7 oder Version 3? Und das bedeutet also auch, dass der Package Manager an sich komplett versionsagnostisch sein kann. Und das ist ein sehr wichtiger Punkt hier, weil ein großer Teil der Berechnungen einfach komplett wegfällt. Bei normalen Installationen kann es sein, dass einfach ein paar Sekunden am Anfang von eurer Installationsoperation jetzt dann wegfallen, in denen normalerweise zum Beispiel apt Dependencies aufgelöst hätte. Aber bei größeren Updates, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt, wenn ihr ein paar Wochen lang so ein Debian-System nicht aktualisiert und dann müsst ihr es auf einmal aktualisieren, weil ihr ein neues Stück Software braucht, was ihr vorher nicht hattet, und dann wartet ihr erstmal irgendwie 1, 2, 3 Minuten darauf, dass diese ganzen Dependencies resolved werden. Und das auf irgendeinem Intel i9, ja, also aktuelles CPU, die man sich so für Geld kaufen kann, und trotzdem muss ich minutenlang warten, bis er überhaupt anfängt, meine Sachen zu installieren. Das kann doch nicht sein. Und eigentlich, wenn man das so rum aufzieht, braucht man das gar nicht. Vorteil Nummer 2, die Pakete können immer nebeneinander installiert werden. Das heißt, wenn ich von der ZSH, die also meine Lieblingsshell ist, und ich habe die in Version 5.6.2 und ich mache ein Update auf die 5.6.3 und ich merke, oh, mein Config-File für die ZSH ist jetzt kaputt, das benutzt irgendwie ein Feature, wo ein Bug eingebaut wurde oder so, dann kann ich mich entscheiden, okay, ich mache jetzt ein partielles Rollback in diesem Fall oder generell ich mache partielle Updates. Das bedeutet, dass ich sagen kann, okay, die neue Version von der ZSH, die lösche ich einfach und dann nimmt er wieder die alte. Oder ich starte explizit die alte. Das heißt, die Programme sind immer nebeneinander installierbar und man kann immer einfach das eine oder das andere starten. Das gibt es jetzt in anderen Distributionen natürlich auch punktuell. Zum Beispiel in Debian kann man natürlich Python 2.7 und Python 3 nebeneinander installieren. Aber dort muss eben der Package Manager dafür Aufwand treiben. Also die Maintainer müssen sagen, okay, wir haben jetzt ein Package, das ist Python in 2.7 und eins, das ist Python in 3, wohingegen hier alle Pakete einfach immer in jeder beliebigen Versionskombination nebeneinander installiert werden können. So, dann kommen wir mal auf die Immutability zu sprechen. Die Paketinhalte, hatte ich ja schon gesagt, sind read-only und die Exchange Directories sind auch read-only. Die beinhalten einfach nur diese Symbolic Links. Jetzt ist es aber so, dass manche Programme erwarten, dass das System beschreibbar ist. Bei GNOME kommt zum Beispiel gsettings mit und das will einen Cache im Exchange Directory ablegen. Das funktioniert natürlich nicht, wenn das read-only ist. Meiner Meinung nach ist das ein Flaw im Design von dem Cache, den gsettings hier verwendet, und ich finde, das sollte upstream verbessert werden. Das ist ein anderer Teil, der an diesem Projekt interessant ist, dass alle Verbesserungen, die ich machen muss, damit Zeug läuft, generell Verbesserungen sind, die auch für andere Use Cases eigentlich gern gesehen sind. Ich stelle hier folgende Ideale auf für Caches. Gute Caches sollten optional sein. Das heißt, es gibt einen Fallback auf den langsamen Codepfad. Also wenn ich den Cache nicht habe, dann sollte er halt einfach transparent quasi den Cache erstellen und ihn vielleicht nicht persistieren. Das ist mir doch egal, Hauptsache das Programm funktioniert. Bei gsettings ist es so, dann startet das Programm einfach nicht, wenn der Cache nicht da ist. Meiner Meinung nach ist das dann kein Cache mehr. Gute Caches sollten transparent erstellt werden und gute Caches sollten automatisch aktualisiert werden, wenn das nötig ist. Gerade der letzte Punkt ist natürlich manchmal ein bisschen schwierig, wenn man den Spezialfall hat, dass es genauso lange dauern würde, herauszufinden, ob man den Cache aktualisieren muss, wie den Cache zu aktualisieren, dann lässt sich das natürlich nicht umsetzen. Aber das nach diesen Idealen sollte man streben, würde ich sagen. So, ich hatte schon erwähnt, dass Pakete nebeneinander installiert werden können. Wie funktioniert das genau? Das Konzept hier nenne ich Hermetic Packages. Und die Idee ist, dass Änderungen am System nie etwas am Programmverhalten ändern. Also, dass ein Paket quasi alles, was es braucht, hermetisch abgeriegelt von der Außenwelt referenziert. Wie das konkret funktioniert, ist, dass wenn ich diese Build-Umgebung aufbaue, dann sind dort nur die angegebenen Abhängigkeiten, stehen nur die zur Verfügung mit den kompletten Versionsnamen im Paket. Das hatte ich ja schon gezeigt, dass in den Paketnamen quasi immer alles komplett spezifiziert ist. Beim Bauen wird dann am Ende ein Wrapper-Skript für jedes Binary erstellt. Und in diesem Wrapper-Skript werden automatisch Umgebungsvariablen gesetzt, sowas wie Path, Perl Fireflip, Python Path, also alle diese Umgebungsvariablen, die einen Einfluss darauf haben, wo die Module zur Laufzeit nachgeladen werden können oder wo andere Programme zur Laufzeit gefunden werden können, die werden so gesetzt, als hätte das Programm eben nur die Bildabhängigkeiten zur Verfügung. Und dadurch bevorzugt das Programm also diese Pfade und liest dann daraus die gleichen Sachen, wie damals, als es kompiliert wurde. Da ändert sich dann also einfach nichts. So,
Jetzt ist es so, dass ich am ganz am Anfang ja gesagt habe, okay, die Programme werden entpackt und dann werden sie konfiguriert. Was ich mit dem Konfigurieren meine, da ist der Fachbegriff dafür Hooks und es gibt noch ein ähnliches Konzept, das nennt sich Triggers. Ein Hook, auch genannt Maintainer Script oder Post-Int Script oder da gibt es ganz viele verschiedene Namen dafür, ist einfach ein Stück Programmcode, der ausgeführt wird bei der Paketinstallation. Der wird bei dem Paket mitgeliefert und ist üblicherweise unter kompletter Kontrolle von dem Maintainer. Ein Trigger hingegen ist auch einfach ein Stück Programmcode, was bei der Paketinstallation ausgeführt wird, aber bei der Paketinstallation von einem anderen Paket. Ein Beispiel dafür ist das MAN-Paket, welches einen Trigger installiert, sodass, wenn ein beliebiges anderes Paket, welches eine MAN-Page enthält, also quasi alle Pakete, die Anwendungen enthalten, dann wird ein Index aktualisiert für den MAN-Page-Viewer, sodass man die Volltextsuche über MAN-Pages machen kann. Wer von euch hat schon mal die Volltextsuche auf der Command-Line über MAN-Pages benutzt? Okay, circa ein Viertel von den Leuten, wenn überhaupt. Für mich persönlich, ich wusste das lange Zeit gar nicht, dass es das gibt. Ich habe das vielleicht irgendwie einmal verwendet, um zu schauen, ob es geht. Und ich mache das einfach generell im Browser. Da ist die Suche eh viel besser. Das heißt, für mich persönlich ergibt es gar keinen Sinn, dass das MAN-Paket sagen kann, hey, ich mache dir die Installation von allen anderen Paketen langsamer, indem ich mich um ein Feature kümmere, was du gar nicht willst. Außerdem ist es so, dass sowohl Hooks als auch Trigger die parallele Installation von Programmen unmöglich machen. Denn damals, als das Konzept so festgegossen wurde, gab es halt noch nicht so verbreitete Multicore-CPUs. Und üblicherweise, und mir ist da auch kein Gegenbeispiel bekannt, sind diese ganzen Hooks und Trigger einfach gar nicht concurrency-safe. Also wenn ich das eine Paket gerade die Hooks von dem einen Paket laufen lasse und gleichzeitig die Hooks von einem anderen Paket laufen lassen würde, dann gibt es bestimmt super viele Bugs, wo die sich in die Quere kommen. Das heißt, die Paketmanager schaden die einfach alle sequenziell hintereinander. Außerdem ist es so, das ist beliebiger Code. Der kann super langsam sein, der kann auch buggy sein. Und den hat einfach nur der Maintainer unter Kontrolle. Der ist üblicherweise auch schlecht getestet, weil üblicherweise der Maintainer halt einfach immer Updates macht, und zwar immer von der letzten Version auf die neueste Version. Und so Szenarien wie, ich habe irgendwie ein altes Debian Stable, habe eine Version ausgelassen und aktualisiere jetzt, und wie dann der Hook überhaupt funktioniert so oder ob der überhaupt richtig funktioniert, das steht auf einem anderen Blatt. Genau, ich habe schon gesagt, die Arbeit ist gegebenenfalls gar nicht bei der Paketinstallation nötig. Also konkret für MAN würde ich einfach vorschlagen, dass dieser Trigger halt nicht zur Paketinstallation laufen sollte, sondern dass der dann läuft, wenn ich tatsächlich auch eine Volltextsuche starte. Das ist jetzt gegebenenfalls Geschmackssache für manche Leute, die machen vielleicht so viel Volltextsuchen, dass sie immer einen aktuellen Index bevorzugen. Aber generell ist es möglich, dass man diese Trigger, Hooks und so weiter quasi auf später verschiebt. Meine These ist noch weitreichender, nämlich so weit, dass man ein funktionierendes System komplett ohne Hooks und ohne Trigger einwandfrei umsetzen kann. Und wie gesagt, das Vehikel dafür ist, dass man die Arbeit von Paketinstallationszeit nach Programmausführungszeit verschiebt. An einem konkreten Beispiel, bei SSH ist es ja so, dass man einen Host-Key braucht auf dem Server, bevor man sich von dem Client aus darauf einloggen kann. Und was wir hier machen, ist, statt dass wir zur Paketinstallationszeit sagen, okay, dann erstelle ich halt einen Hostkey, haben wir in dem Wrapper-Skript um SSHD, wird einfach gecheckt, ist der Hostkey da, und wenn nein, dann wird er halt erstellt. Das hat den Vorteil, dass wenn ich das Paket erstmal nur installieren möchte, weil ich vielleicht nur an dem Client interessiert bin und nicht am Server, dann muss ich halt noch nicht diesen Hostkey erstellen, was gegebenenfalls lange dauert, weil irgendwie nicht so viel Entropie da ist oder was auch immer der da macht. Und erst dann wird die Arbeit gemacht, wenn sie auch tatsächlich benötigt wird. Es gibt sehr wenig Ausnahmen für diese These. Das Einzige, was mir wirklich eingefallen ist oder aufgefallen ist, sind Bootloader und Firmware. Also alles, wo irgendwie man ein Paket sich runterlädt, aber die Idee eigentlich gar nicht ist, dass man die Daten in dem Paket für das laufende System hat, sondern dass die irgendwo anders hingeschrieben werden müssen. Also im Fall von irgendwie Firmware, so vielleicht ein UEFI-Update, das muss halt auf den Flash-Chip in eurem Computer geschrieben werden, oder Bootloader irgendwie auf den Master-Boot-Record von der Festplatte oder so. Das ist natürlich außerhalb von dem System, und dann muss man natürlich irgendwie da einen Special Case einbauen. So, Umsetzbarkeit. Wie praktikabel ist diese ganze Idee eigentlich? Ich habe ein Fuse-Dateisystem implementiert, um diesen /RO Mountpoint oder diesen Startpunkt in die Hierarchie zur Verfügung zu stellen. Ich habe am Anfang versucht, das einfach über Kernel-Mounts und Overlays und Union-Dateisysteme und so weiter umzusetzen. Das hat auch einigermaßen funktioniert, aber letztendlich ist es mehr Arbeit, diese ganzen Mounts zu benutzen, als das einfach alles selber transparent zu implementieren. Und insbesondere ist es viel, viel schneller, wenn man das selber macht, weil sich herausstellt, dass Kernel-Mounts echt langsam sind.
Soweit ich das verstehe, ist da einfach eine verkettete Liste als Datenstruktur verwendet und je mehr Mounts man halt hat, desto langsamer wird das. Und die Mounts sind ohnehin irgendwie ziemlich langsam, wenn man so ein Squashfs-Image mountet. Und das resultiert dann halt in einfach vielen, vielen Sekunden Wartezeit, die man mit dem puren User-Space-Ansatz einfach nicht hat. So, abgesehen von diesem Fuse-Dateisystem muss man jetzt, wenn man die Pakete baut, denen natürlich auch sagen, hey, pass mal auf, du landest nicht in User, sondern du landest in dieser Separate Hierarchy. Und das macht man mit dem Prefix-Argument beim Kompilieren. Also wenn man das Configure aufruft, dann sagt man minus minus Prefix equals RO Nginx und so weiter. Und dann weiß das Paket Bescheid. Es gibt ein paar wenig Pakete, die gepatcht werden müssen. In manchen Paketen gibt es schlicht Pfadprobleme, weil die Leute selten testen, ob das wirklich auch funktioniert, dass man quasi komplett andere Pfade, als auf dem System üblich ist, verwendet. Das heißt, es gibt ein paar Service-Files, zum Beispiel das Service-File für Getty, in dem steht halt /sbin/getty drin. Das muss ich natürlich umbiegen, weil ich das koppeln will mit der konkreten Version, die halt zur Bauzeit vorhanden ist. Also /sbin gibt es schon auch auf dem System, aber das zeigt dann halt irgendwie auf irgendeine Version. Das ist ja nicht die Idee. Ähnlich ist es bei GCC. Das hat auch irgendwie ein bisschen spezielles Path-Handling drin. GObject, Automake, also so ein paar gibt es, wo man da irgendwie noch ein bisschen nachtreten muss. Aber das, wie gesagt, sind auch alles Patches, die upstream einwandfrei reinfließen sollten. Und dann gibt es noch irgendwie ganz wenige Pakete, da habe ich nur ein Beispiel dafür, die grundlegende Annahme über das System auf einem sehr niedrigen Level treffen. In dem Fall wäre das Draycut, welches InitRDs oder InitRAMFS erstellt. Und dort ist es eben so, dass versucht, diese InitRAMFS-Umgebung transparent von dem laufenden System abzuleiten sozusagen. Schaut da also mit LDD wirklich in die Binaries, was haben die für Abhängigkeiten, kopiert das dann alles rüber. Und da kommen diese Wrapper-Scripts, die ich hier habe, in die Quere. Da muss man dem natürlich dann sagen, okay, das ist jetzt das Wrapper-Script, aber das eigentliche Binary, welches das Wrapper-Script aufruft, brauchst du übrigens auch noch. Das ist aber wirklich der Ausnahmefall und abgesehen davon funktionieren die allermeisten Programme ganz einfach einwandfrei. Ich will noch dazu sagen, dass so ein System ohne Hooks, obwohl es machbar ist, vielleicht nicht für jeden geeignet ist. Einige Leute wollen vielleicht diese Konfigurationsfrontends wie DebConf oder Yast oder was es da sonst noch so gibt. Ich persönlich vertrete den Standpunkt, dass das Programm so einfach konfigurierbar sein sollte, dass man kein separates Frontend benötigen müsste für die Konfiguration. Aber da gehen vielleicht die Meinungen auseinander. Ein Beispiel möchte ich noch nennen als ein interessantes Ding, was dabei rausfällt, wenn man ein System so umsetzt, und das ist das DebugFS. Ihr kennt das vielleicht, wenn ihr schon mal einen Core-Dump gehabt habt, den ihr in den Debugger laden wolltet oder einfach einen laufenden Prozess in den Debugger laden wolltet und dann macht ihr das in der Distribution, dann bemerkt ihr, hey Moment, ich habe zwar das Programm installiert, aber die Debug-Informationen fehlen. Die muss man üblicherweise nachinstallieren. Unter Debian ist das ziemlich schrecklich, da muss man dann selber rausfinden, welche Pakete brauche ich dafür und dann macht man das und hat man doch nicht alle, sieht es aber vielleicht nicht direkt und dann, oh, ich habe einen ganzen Blogpost darüber geschrieben. In Fedora ist es ein bisschen einfacher, weil die so ein Skript haben, welches automatisch versucht, euch zu sagen, welche Paketnamen das sein könnten. Dann installiert man die und dann klappt es meistens. Aber meiner Meinung nach ist dieses ganze Konzept, dass man die Debug-Symbole aus einem Paket rausfrimmelt, ohne dass man das dann später transparent wieder zusammenfrimmelt, eine kaputte Abstraktion. Also da hat jemand was optimieren wollen und hat es nicht durchgedacht, so wie man das eigentlich machen könnte. Meiner Meinung nach ist die Königsklasse folgende: Die Debug-Symbole packt man automatisch aus allen Paketen raus im Package Manager. Der hat genug Informationen über, was da in dem Paket drin ist. Und dann mountet man das Fuse-Dateisystem, welches wir für die /RO-Hierarchie ohnehin schon brauchen, einfach nochmal in /RO-DBG und zeigt das aber nicht auf quasi den Paketinhalt, sondern auf die Debug-Pakete. Und dann kann man Lazy Loading über HTTPS aktivieren, was super einfach möglich ist, weil wir es nicht mehr mit Archiven zu tun haben, die wir dann erstmal komplett runterladen müssten und verifizieren und auspacken und cachen und so weiter. Sondern wir können einfach sagen, okay, in dem Image, da brauchen wir diesen Block und jenen Block, dann laden wir die einfach transparent und dann funktioniert das auch einigermaßen performant. Was man dann damit machen kann, ist in dem Split-Prozess, wenn man die Debug-Symbole raustut, kann man eben einen Pfad hinterlassen, bei dem dann der GDB nachschaut, also wo er dann die Debug-Symbole sucht. Und wenn der GDB dann also auf einen Programm oder auf einen Core-Dump gestartet wird, dann greift er auf diese ganzen Dateien zu und das Fuse-Dateisystem erkennt, ah, der will irgendwie die Debug-Informationen vom Nginx, dann lade ich die jetzt transparent über HTTP in den GDB rein und dann hat man automatisch immer alle Debug-Symbole quasi auf dem System verfügbar, ohne dass man sich jemals darum kümmern muss, dass die da sind und ohne dass man sie alle im Vorhinein runterladen muss. Und das finde ich eben interessant, dass man solche Ideen relativ einfach umsetzen kann, wenn man einfach ein bisschen daran tweakt, wie das System aufgebaut ist.
So, jetzt möchte ich ein Fazit ziehen und dann haben wir noch Zeit für eine Fragerunde. Das Fazit ist, ein Append-Only-Package-Store ist viel eleganter, als in dem System rumzumalen. Man hat ein einfacheres Design und die Implementation ist deutlich schneller. Die Exchange-Directories simulieren ein normales System, insbesondere für Drittsoftware. Man kann also unpaketierte Software ganz einfach selbst kompilieren und ausführen, kein Problem, die denkt, sie sei auf einem normalen System. Man kann Closed-Source-Binaries üblicherweise problemlos ausführen. Ich habe das am Beispiel von Steam gemacht, welches eben auch 32-Bit-Libraries braucht, das heißt, ich habe auch Cross-Compilation implementiert und das funktioniert einwandfrei. Die Ideen sind alle umsetzbar und das liegt zum großen Teil daran, dass andere Konzepte, wie zum Beispiel Live-CDs, das Konzept von einem Read-Only-System schon geprägt haben und dass in Cross-Compilation ohnehin irgendwie die Pfade alle wild umgebogen werden und abweichen und dadurch ist eigentlich Software, die es schon eine Weile gibt, die haben normalerweise Leute schon auf einer Live-CD benutzen wollen und vielleicht schon mal Cross-Compilen wollen und dann ist die eigentlich in einem guten Zustand, dass man sie auch einfach so kompilieren kann. So, noch kurz über das Projekt, weil die Frage garantiert aufkommt. Das Ziel ist es hier nicht, jetzt eine neue Linux-Distribution vorzustellen und aufzubauen, sondern die Idee ist, dass ich euch jetzt hier ein paar Ideen gezeigt habe und ich werde die Ideen noch in Blogposts genauer ausführen und dass dazu quasi eine Proof-of-Concept-Implementation kommt, damit Leute nicht sagen können, ja, die Ideen sind ja schön und gut, aber in der Praxis würde das ja niemals funktionieren. Und die Hoffnung ist, dass andere Distributionen die Ideen vielleicht teilweise oder vollständig übernehmen könnten. Wenn ihr das Projekt verfolgen wollt, gibt es im Moment noch ein privates Git-Repo. In den nächsten Wochen arbeite ich daran, dass das öffentlich wird, auch mit einer freien Lizenz natürlich. Wenn es euch super interessiert, dann könnt ihr per Mail gerne nach einer Einladung fragen, kein Problem. Es gibt auch eine Mailingliste. Wenn ihr Feedback habt dazu, würde ich mich sehr freuen zu dem ganzen Projekt. Wenn ihr einfach mir eine kurze Mail schreibt oder solange ich heute noch hier bin, einfach noch ansprechen, die Nacht ist ja noch jung. Ihr könnt auf freelists.org/list/distri euch da eintragen. Aber postet das bitte noch nicht online vor meiner Veröffentlichung, sonst nehmt ihr mir ein bisschen den Wind aus den Segeln. Als Ausblick, wohin es noch gehen sollte, einen Cloud-Builder will ich noch bauen, weil im Moment ist das so, wenn man also die Distribution einmal komplett durchbaut, dann hat man da vielleicht irgendwie 2-3 Stunden, die der Rechner anderweitig wenig benutzbar ist. Die Idee ist, dass man vielleicht einfach sich irgendwie 20 Cloud-VMs hochstartet und dann verteilt man den Build darüber und dann dauert es vielleicht nur noch 10 Minuten oder so. Das würde die Entwicklung nochmal deutlich einfacher machen und ich finde es ein interessantes Problem. Es gibt noch genug Detailverbesserungen, die man vornehmen kann. Ich habe während der Veranstaltung noch ein paar Ideen bekommen, die ich gerne umsetzen würde, aber so im Großen und Ganzen kann man sich da jetzt verkünsteln und quasi das Leben lang an diesem System frickeln. Aber wie gesagt, im Wesentlichen die Blogartikel ist das, was dabei noch rauskommt. So, jetzt haben wir Zeit für Fragen und Feedback. Ich kann euch auch gerne noch eine Demo geben, aber da würde ich gerne von euch so ein bisschen angeleitet werden, was euch genau interessiert. Und ich sage an der Stelle schon mal vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Ich laufe mit den Mikros herum für den Stream. Ja, vielen Dank. Um es ein bisschen ketzerisch zu formulieren, vielen Dank für den schönen NixOS-Einführungsvortrag. Denn also für mich als NixOS-Nutzer hast du da gerade eigentlich genau das beschrieben, was ich verwende, zumindest so 80%. Also der wesentliche Unterschied, den ich jetzt so gesehen habe, ist, dass du in deinem /AO da Images zusammenfused mit deinem Fused-Filesystem, während bei NixOS der NixStore ein normales Filesystem ist, wo Dinge entpackt werden hin, also genau. Wo Archive hin entpackt werden. Von daher stelle ich mir so ein bisschen die Frage, ob das für dich nicht zeiteffizienter wäre, dich um Verbesserungen in NixOS zum Beispiel zu bemühen, zum Beispiel um halt, wenn du jetzt sagst, du hast festgestellt, so ein Prozess ist da schneller, dann wäre es doch wahrscheinlich effizienter, das alles umzusetzen in der bestehenden Distribution, wo solche Probleme, wie du beschrieben hast, mit dem GCC, der Include-Pfade finden muss und sowas, alles schon mal gelöst wurde. Mhm. Und vielleicht noch als konkrete Frage auf deiner Tabelle, die du ganz am Anfang hattest mit den Geschwindigkeiten, wo du sagtest, NixOS war irgendwie, hat 15 Sekunden oder so gedauert. Was hast du da genau gemacht? Welchen Befehl hast du da genau ausgeführt? Weil ich habe eine Vermutung, dass du da NixOS Rebuild gemacht hast und NixOS Rebuild, da ist das Teuerste eben nicht irgendwie Pakete zu installieren, sondern da ist das Teuerste, diese ganze Nix-Konfiguration auszuwerten, also diese Programmiersprache zu interpretieren. Ja, das wäre auch meine Vermutung, ich beantworte das umgedreht, dass da NixOS irgendwie erst teure Sachen evaluieren muss, bevor es überhaupt anfangen kann. Aber ich habe schon einfach, also in dem Blogartikel, den ich dann auch veröffentlichen werde, sind auch die genauen Befehle auch zum Nachprobieren dabei.
Da kannst du auch gerne nochmal mir eine Mail schreiben, so was ich da eigentlich verwenden soll, und dann können wir das gerne noch rausfinden. Du hast sicherlich recht, dass viele der Sachen in NixOS auf jeden Fall entweder sehr ähnlich funktionieren oder tatsächlich genauso. Aber die Grundidee, dass du eben diese Images hast, die du irgendwie so zusammenwürfelst, dass da irgendwie ein System bei rauskommt, und das ist ein großer Unterschied zu NixOS, was auch Drittsoftware einfach frisst, ist auf jeden Fall nochmal was, was ich explizit hier ausprobieren wollte. Also ich hatte auch NixOS eine ganze Weile lang selbst verwendet auf meinem Laptop, bin aber an einige verschiedene Grenzen gestoßen, für mich persönlich, die das System nicht so angenehm gemacht haben für mich. Und deswegen finde ich die Ausprägung unterschiedlich genug, als dass ich es interessant genug gefunden habe, das jetzt mal durchzuspielen. Ja. Was du vorgestellt hast, ist ja relativ weit weg von was die Standarddistributionen machen. Siehst du eine Chance, da inkrementell mehr in die Richtung zu kommen? Und also ja. Wenn jetzt Debian sagen würde, oh, finden wir interessant, was wäre der erste Schritt? Und weil ich kann mir jetzt schwer vorstellen, dass Debian so eine große Änderung genau, mit das, einer neuen Version. Genau, das ist natürlich so ein bisschen die Schwierigkeit an der Sache. Ne? Wo hast du jetzt quasi fruchtbaren Boden, als dass du zum einen genug Flexibilität hast, um so eine Änderung umzusetzen, und ja, wie machst du sie schrittweise, weil du musst sie ja schrittweise machen, gerade bei Debian. Ich habe ehrlich gesagt mir noch nicht so super viel überlegt, wie das genau funktionieren würde. Ein bisschen der Anreiz an diesem Projekt ist ja auch, dass man quasi Greenfield einfach mal alles so ausprobieren kann, wie man es gerne hätte. Und dann kann man sich jetzt überlegen, so was sind die wichtigen Punkte davon. Womit ich wahrscheinlich anfangen würde, wenn ich das in Debian machen würde, ist einfach einmal das komplette Archiv neu zu bauen, und zwar mit diesen --prefix-Optionen, also die Pfade alle einfach einmal umgebogen und dann versuchen, die resultierenden Debian-Packages in Squashfs-Images zu konvertieren und dann zu schauen, ob damit das System dann bootet, wenn man die mit dem Fuse-Dateisystem zusammenwürfelt. Aber wie gesagt, das habe ich jetzt nicht ausprobiert, das wäre nur mein erster Ansatz. Sicherlich muss man da noch ein bisschen genauer planen, und das dann wirklich auch umzusetzen, erfordert sehr viel Zeit, und die Zeit habe ich eben einfach nicht. Deswegen ist meine Hoffnung, dass quasi hier so ein bisschen das Fundament gelegt werden kann, und wenn Leute sich dann zusammentun könnten, um das tatsächlich umzusetzen, das wäre quasi das best possible outcome. Ja, als Prior Art war ja jetzt NixOS schon genannt. Hattest du dir ja auch schon mal so ältere Projekte wie Gobo Linux oder TinyCore angeguckt, die ähnlich arbeiten? Nee, die beiden habe ich mir jetzt nicht konkret angeschaut. Also ich habe schon davon gehört, aber nicht genau angeschaut, wie die funktionieren. Weil ich glaube, gerade TinyCore benutzt auch so einen, dass er SquashFS-Sachen eben mountet. Mhm. Also ich habe kürzlich gesehen, dass in BOS, da gibt es ja dieses Haiku. Und das hat in der aktuellen Version auch einen Package Manager, bei dem einfach Images gemountet werden. Da habe ich mich gefreut, dass sie das eben auch so machen. Ja. Wenn jetzt das alles so weit verteilt ist, wie finden dann eigentlich der dynamische Linker die ganzen Bibliotheken? Genau, wie das funktioniert ist, in einem ELF-Binary hast du ja den sogenannten R-Path. Abgesehen davon, wenn du den nicht hättest, könntest du auch den LD-Library-Path über die Umgebungsvariable setzen. Und bei mir ist das eben so, ich kann da jetzt auch mal kurz, gehen wir mal hier in den Demo-Teil über. Also wenn ich jetzt hier irgendwie in Git reinschaue, dann habe ich hier bin-git, und das ist eben dieses Skript. Ihr seht, da sind halt super lange Pfade drin. Aber wenn wir uns out-bin-git anschauen, nicht mit cut, dann sehen wir hier, der dynamische Linker findet die durchaus, und weiß gerade nicht, was da gerade passiert, wenn es jemand sieht. Vielleicht Runpath? Nee, ich glaube, es ist Airpath, aber ja. Jedenfalls kann man das da auslesen, und der wird eben, also hier auf der Version von dem System wird er eben noch auf die ganzen Directories gesetzt von den Abhängigkeiten. Aber mittlerweile bin ich dazu übergegangen, dass ich einfach einen lib-Subdirectory habe, und darauf wird der R-Path gesetzt, und darin sind Symlinks auf die ganzen Bibliotheken in den korrekten Versionen. Also ja, so wird das gefunden. Das war halt auch meine Frage, weil ein fixer R-Path heißt, dass jedes Security-Update ein Rebuild von allen Abhängigkeiten mitzieht, und das ist nicht praktikabel. Das ist, also der erste Teil ist korrekt, beim zweiten Teil stimme ich nicht notwendigerweise zu. Leute werfen die Hände in die Höhe. was ich meine ist, dass man in so einem System eben ohnehin ein automatisches Tool braucht, um zu sagen, ich habe jetzt hier eine Änderung gemacht, folgende Reverse Dependencies müssen alle neu gebaut werden, und dann baut man die einmal alle neu, und dann muss man das halt verteilen. Da gibt es Downsides davon, und da gibt es sehr erbitterte Diskussionen darüber. Ich kann mich erinnern, weil ich vor 10 Jahren angefangen habe, Go-Packaging in Debian zu machen, und mich die Leute dafür sehr hassen, weil du dort genau das gleiche Problem hast. Und auch in Haskell, was eben auch statisch baut, soweit ich mich erinnere.
Aber ich sage eben, dass für dieses System, das muss zum Beispiel ja auch nicht irgendwie auf den kleinsten Embedded Devices laufen. Also du musst ja nicht irgendwie alles in Shared Libraries packen und nur eine Version davon auf dem System vorhalten, sondern du kannst ja auch mehrere Versionen vorhalten. Und dann zum Beispiel, wenn du irgendwie eine Sicherheitslücke in OpenSSL hast, ja, dann musst du halt alle Software, die mit dem Rest der Welt spricht, schnell aktualisieren und den Rest vielleicht irgendwie langsam. Also ich finde, das ist nicht so schwarz-weiß und da gibt es schon so ein bisschen Spielraum. Und wenn man die Ressourcen hat, also wenn man groß genug Systeme hat, als dass man sich diese ganzen Pakete eben einfach runterziehen kann und neu bauen kann und das kostet ja alles nichts, dann ist das in der Praxis nicht notwendigerweise ein Problem. Aber ja, da kann man lange drüber diskutieren. Also zuerst mal danke für den Vortrag. Mhm. Bist du denn schon auf irgendwelche Probleme gestoßen, wo du noch nicht so genau weißt, wie du sie lösen sollst? Also immer mal wieder in der Laufzeit des Projekts, aber das waren üblicherweise Probleme, die einfach damit zusammenhängen, dass die Standardkonfiguration von vielen Paketen nicht quasi dem entspricht, wie die Realität aussieht. Also oftmals ist es so, dass Distributionen eben Sachen anpassen müssen irgendwie Pfade umbiegen oder gelegentlich ist es auch so, um das mal als ein konkretes Beispiel zu machen, für die längste Zeit war es so, dass wenn ich hier irgendwie in dem Network Manager Applet, man sieht es hier nicht aufpoppen, oder in allen möglichen Dialogen, wenn ich ein Pop-Up-Fenster hatte, dann war die Größe richtig, aber der Inhalt einfach grau. Und ich wusste einfach nicht, woran das lag. Und nach einer Weile habe ich dann rausgefunden, das liegt daran, dass wenn man Cairo kompiliert, aber die libx-Render nicht hat, dann ist das zwar eine legitime Konfigurationsoption zur Kompilationszeit, aber zur Laufzeit ist dann halt einfach alles leer. Und ich habe da auch einen Blogpost drüber geschrieben, dass eben Optional Dependencies generell eine schlechte Idee sind, aus genau diesem Grund, weil du halt super viel Bitrot hast. Da passieren eben viele so Sachen, die man dann debuggen muss und die man dann fixen muss, aber das ist einfach quasi, das sind die Kosten, eine neue Distribution von null auf hoch zu ziehen. Also das hättest du, glaube ich, im gleichen Maße, wenn du so ein Linux from scratch dir bauen würdest. Und das liegt nicht inhärent daran, dass die Konzepte flawed sind. Ich habe allerdings mehrfach die Konzepte ein bisschen angepasst, basierend auf den Erfahrungen, die ich gemacht habe. Also ein Beispiel dafür ist, dass mit dem rpath und dem libdirectory, ich bin deswegen vom rpath auf ein libsubdirectory umgestiegen, weil sich herausstellt, dass der Dynamic Linker einen Cache hat, der nur dann richtig aktiv werden kann, wenn du ein Verzeichnis hast, in dem deine ganzen Libs liegen, weil er eben sonst quasi nie richtig warm werden kann. Und dann dauert es eben 10 Millisekunden, jeden Git-Aufruf zu starten, selbst wenn der Git-Aufruf an sich nur 3 Millisekunden dauert und wenn du dann irgendwie einen Editor-Plugin hast, welches Git aufruft, ein paar Mal, dann wird das halt furchtbar langsam und also bei so Sachen muss man dann halt nochmal irgendwie überlegen, okay, wie kann man das geschickter lösen. Aber im Großen und Ganzen funktioniert es eigentlich erstaunlich smooth. Andere Frage, was passiert, wenn man das System rebootet? Kannst du genauer fragen? Also das sind ja Squash Mounts. Ja. Und wenn ich das System neu starte, muss ja irgendwas loslaufen, die alle wieder einbauen, oder nicht? Ah, genau, ja. Also das Fuse-Dateisystem wird eben in der, also wenn du den Kernel startest und der init.rd lädt, dann ist da als slash init ein Wrapper drin, der das Fuse-Dateisystem startet, welches dann eben automatisch die ganzen Images transparent mountet, bevor er das eigentliche init exekt. Hier vorne? Ich bin nicht ganz sicher, ob ich es richtig verstanden habe, aber Entschuldigung, ich bin nicht sicher, ob ich es richtig, aber du hast ein Fuse-Dateisystem gebaut, ja, wo du dann alles rein entpackst. Ja. Hast du da mal einen Feind drauf ausgeführt, wie schnell das ist im Vergleich zu einem aktuellen Debian im Betrieb ist? Es hat sicherlich einen Overhead, ja. Ja, weil... Genau, aber das Fuse-Datei, ich sage ja nicht, dass das Fuse-Dateisystem die Lösung ist und dass alle Distributionen jetzt grundsätzlich Fuse-Dateisysteme nutzen müssen, um quasi das Root-Dateisystem aufzubauen, sondern dass das quasi ein Proof of Concept ist. Und wenn man sich jetzt entscheidet und sagt, okay, das Konzept möchten wir jetzt umsetzen, dann kann man das ja auch noch schneller machen, indem man zum Beispiel irgendwie ein Kernel-Dateisystem macht, welches das virtuell zur Verfügung stellt. Weitere Fragen? Da waren vorhin noch ein paar Hände mehr oben. Hey, ich komme gleich zu dir. Nochmal zwei Fragen. Mhm. Du hast dich vorher am Anfang drüber beschwert, bei einem normalen Paketmanager, du entpackst das Paket, du verifizierst es. Ja. Lässt du das einfach sein? Also Kompression, scheiß ich drauf. Und nee, also Kompression habe ich auch, aber halt Transport-Level-Compression. Also wenn du quasi über HTTP lädst, dann liefert halt der HTTP-Server das GZIP aus, was du halt auch schon auf der Platte vorhalten kannst. Und er end-GZIP dann halt, während er quasi runterschreibt und verifiziert dann natürlich das Resultat, aber mountet es dann halt einfach direkt. Okay.
Ja, das könnte man auch in den richtigen Paketmanager einbauen. Das ist schade, dass ich ja, also machen. Viele der Sachen, die schieflaufen in heutigen tatsächlichen Paketmanagern, sind einfach nur Implementationsprobleme. Also zum Beispiel, dass ich bei mir die Paketinstallation einfach grundsätzlich concurrent mache und quasi maximal parallelisiere, dass da zum Beispiel apt nicht auch aggressiver ist, wenn es Pakete runterlädt zumindest, ist einfach ein Implementationsproblem. Aber deswegen fand ich es eben interessant, mal wirklich die Limits zu pushen und ich habe auch tatsächlich mal geschaut, wie weit kann man das auslasten. Also die Installationsspeeds, wenn ihr vorhin in der Demo aufgepasst habt, waren irgendwie ein bisschen über 100 Megabyte die Sekunde. Das ist also eine Gigabit-Leitung, so eine typische Leitung eben. Aber interessanterweise skaliert das Konzept auch höher. Also ich habe mir dann mal so eine 40 Gigabit Ethernet-Karte in meinen Rechner eingebaut und dann gesehen, dass man eben mit 12 Gigabit Pakete installieren kann. Und das ist schon nicht so schlecht, oder? Also das langt für die nächsten Jahre bestimmt. Hier hinten gab es noch eine Frage. Du baust momentan die Pakete genauso wie Debian? Nee, das würde ich nicht sagen, sondern wenn ich, ist eine super Überleitung. Ich schaue mal schnell, ob ich hier gerade Internet habe. Ja, okay, das sieht doch ganz gut aus. Ich habe kürzlich festgestellt, dass ich gerne das X-Host-Programm benutzen würde. Das braucht man dafür, dass wenn man Docker startet und darin eine Anwendung startet, die X11 braucht, sagen wir zum Beispiel KiCad, weil man KiCad noch nicht paketiert hat in seinem System, dann muss man dem X-Server zuerst sagen, dass es okay ist, wenn er Connections aus dem Docker-Container bekommt. Dafür brauchte man X-Host und ich hatte kein X-Host. Ich kann jetzt hier mal stellvertretend zeigen, wie das hier funktioniert. Also ich habe hier diesen Scaffold-Befehl, der generiert quasi eine Paketbeschreibung. Und das ist dann die Paketbeschreibung, die er rausspuckt. Also die URL, die ich ihm gegeben habe, die übernimmt er einfach direkt, den Hash, den die Datei hatte zum Zeitpunkt vom Runterladen und die Versionsnummer. Und dann sagt er einfach, ah, by the way, das ist der C-Builder, das ist einfach hier die Standardannahme. Wenn ich jetzt irgendwie eine URL, die auf CPAN zeigt, benutze, dann wird er sagen, okay, das ist jetzt ein Perl-Paket, dann muss ich den Perl-Builder benutzen. Und dann die Build-Dependencies und hier sind halt noch keine drin. Wenn ich das jetzt versuche durchzubauen, ihr seht, wie schnell hier das Configure startet. Das ist in einer komplett abgeregelten Umgebung. Ne? Also das Aufbauen dieser abgeregelten Umgebung, das ist irgendwie hier passiert in einem Bruchteil von einer Sekunde. Und dann seht ihr hier, wie auch quasi die einzelnen Pakete, die wir jetzt zur Verfügung stellen, nachgeladen werden. So, jetzt funktioniert das noch nicht, weil das Configure sich beschwert so, hey, X-Proto habe ich nicht, X11 habe ich nicht und XMU habe ich nicht. Und jetzt kann ich hier in dieses Build-Proto reingehen und sagen, okay, Xorg Proto ist das Paket, in dem das Proto-Ding drin ist, dann libx11 und hier libxmu. Dann schreibe ich das raus, mache das nochmal. Das Configure läuft wieder los. Hoffentlich findet er jetzt die nötigen Pakete, die er gerade eben nicht gefunden hat. Das sieht aber gut aus. Dann kompiliert er das und jetzt habe ich das paketiert. Und jetzt habe ich hier dieses Squashfs-Image, das kann ich hier ein Unsquashfs drauf machen und sehe dann hier drin, ah, da sind jetzt die ganzen Pakete drin, unter anderem eben binxhost. Und das war jetzt der komplette Prozess von null auf, ich habe ein fertiges Paket. Und wie du siehst, also es hat jetzt hier nichts mit Debian zu tun, aber manchmal schaue ich durchaus nach, okay, bei jetzt diesem einen Paket, wie macht das eigentlich Debian? Wie macht das Fedora? Wie macht das Arch Linux? Damit ich einfach sehe, so was müssen die so üblicherweise angeben, damit das Zeug überhaupt läuft. Und dann übernehme ich das halt. Aber das sind wirklich nur die Ausnahmen. Und eine andere Beobachtung ist, dass diese ganze Flexibilität, die Package Manager üblicherweise anbieten über Spec-Files und über Debian-Packaging-Files, ist heutzutage eigentlich im Normalfall nicht mehr nötig, weil die Welt einfach so sehr konvergiert ist auf, das ist irgendwie, wie man C-Programme baut, das ist, wie man Python baut, das ist, wie man Perl baut und so weiter, dass man einfach sagen kann in so einer deklarativen Beschreibungssprache, okay, das ist jetzt, was ich machen möchte und der Rest passiert einfach automatisch. Ja, das Ganze erinnert einem ziemlich fest an die Art und Weise, wie Nix, der Package-Manager, das halt auch macht. Also und da hat es ja auch sehr viele Pakete, die nicht einfach nur straightforward sind, ja, kann mal das Meson-Build-System, das das Paket baut, sondern halt noch Patches und alles Mögliche, das dann halt doch noch extra gemacht werden muss. Und wenn du Pakete für dein System paketieren möchtest, musst du ja all das auch wieder machen. Hast du das Gefühl, stimmt, du kannst es irgendwie besser machen als NixOS? Oder als Nix? Nee, den Anspruch habe ich auch gar nicht. Ich will es nur funktionierend genug machen, als dass Leute mir glauben, dass die Ideen funktionieren. Das war quasi der Milestone und den Milestone hatte ich dann erreicht, als ich auf diesem Laptop das System installiert habe und Netflix-Videos in Chrome geschaut habe. Und dann dachte ich, okay, jetzt bin ich fertig, oder? Build and chill, oder wie? Haben wir noch mehr Fragen? Hier vorne ist noch.
Wenn du das jetzt mit Fuse alles zusammenmountest, wie viele Pakete kannst du theoretisch installieren, bevor da irgendwo Fuse sagt, nee, ich mag keinen Mount mehr? Das Gute ist, wenn ich hier jetzt Mount ausführe, seht ihr, dass das gar nicht so eine lange Tabelle ist. Ich meine, sie ist lang, aber das ist einfach so bei aktuellen Systemen. Aber wenn wir hier Mount grab slash ro sagen, dann sehen wir hier, es gibt einen Mount. Und das ist das Fuse-Dateisystem. Und was ich sage, wenn ich sage, dass die Pakete innerhalb gemountet werden, ist einfach, dass das Fuse-Dateisystem halt einen neuen Reader aufmacht, der eben das CoreShiftS lesen kann und transparent dann dieses Dispatching macht. Also auf Kernel-Ebene ist es einfach ein Mount, das passiert alles virtuell im Fuse-Dateisystem. Und das erklärt auch, was ich vorhin meinte, mit Kernel-Mounts sind langsam und deswegen lasse ich die einfach außen vor für den Moment. Sonst noch Fragen? Ja. Irgendwie habe ich ein Déjà-vu. Ich habe doch noch eine ketzerische Anmerkung. Ja. Du hast vorher das Beispiel, du hast vorher das Beispiel mit der MannDB gemacht, die man wirklich sehr selten benutzt. Ja. Wie regelst du das? Okay, du benutzt UI3, da hast du das Problem nicht, aber mit deinem GNOME-Startmenü. Mhm. Willst du jedes Mal dein Startmenü neu bilden, wenn du dein Startmenü aufrufst? Nee, ich finde, da ist die Folie mit den Caches zutreffend. Da sollte nämlich dann irgendwie, wenn das Startmenü aufgebaut wird, müsste er halt schauen, gegebenenfalls macht er das halt nur so und so oft, ob da quasi neue Pakete dazu gekommen sind. Also im konkreten Fall von diesen Menu-Files, die sind ja an einer wohldefinierten Stelle, also es ist wieder so ein Pfad-basiertes Ding. Und dann kannst du einfach schauen, okay, was ist irgendwie die M-Time der letzten Datei, hat sich das geändert, dann muss ich halt nochmal schauen, sind da neue dazu, meine internen Caches aktualisieren und dann wird das eben angezeigt. Das heißt aber, ich muss jedes Mal durch den gesamten Dateisystembaum steigen. Nee, du musst ja nur einmal einen Read-Dir machen und die letzte Datei finden. Oder halt irgendwie einen M-Time oder so. Ja. Ich glaube auch, da war auch eben so eine Bemerkung, die du so nebenbei gesagt hattest, wo du so meintest, ja, da haben die, ich weiß nicht genau, wie die Formulierung mehr war, aber die Paketmanager haben da falsch optimiert oder haben da Implementationsdefizit oder sowas. Mhm. Das würde ich nicht so sehen, sondern das ist einfach, dass sich über die Zeit Anforderungen geändert haben. Du meinst halt sowas wie irgendwie, es soll irgendwie ein Bild durchlaufen in einem CI-System zum Beispiel. Mhm. Und das ist ja eine so gesehen eine relativ moderne Anforderung, dass sowas jetzt irgendwie nicht mehr irgendwie einmal im Monat passiert, wenn irgendwie die neue Version gecuttet wird, sondern jetzt halt irgendwie 10-mal am Tag. Ja. Und ich weiß ja auch selber irgendwie, ich will meinen CI-Prozess auch irgendwie optimieren, dass ich dann irgendwie das Image in Zweifelsfall in 5 Minuten in die Produktion durchschieben kann, anstatt in 4 Minuten. Das ist ja auch alles legitim, aber ich würde nicht sagen, dass das ein Problem ist von den Paketmanagern, dass die da irgendwie vor 20 Jahren bei irgendwelchen anderen Scheiße gebaut haben, sondern das war halt einfach eine andere Welt damals und es wurde auf andere Dinge optimiert. Und wenn ich ein System habe, was ich sehr langfristig verwende, dann ist mir es im Zweifelsfall auch ziemlich egal, ob dann wie KDE eine Sekunde länger zum Installieren braucht, wenn KDE dafür jeden Tag eine Sekunde schneller startet. Klar, ja, das ist natürlich ein Trade-off, den man machen kann. Generell würde ich sagen, dass das nicht unvereinbar ist. Also ich würde nicht sagen, dass du jetzt einen Kontrast beschreibst mit dem KDE-Beispiel. Aber generell merke ich halt, dass mir jede Interaktion mit der Distribution, sei es jetzt als Nutzer, wenn ich Pakete installiere oder update, oder als Entwickler, wenn ich neue Pakete hinzufügen möchte, keinen Spaß mehr macht, weil alles so langsam ist und weil ich weiß, dass alles so viel schneller sein könnte. Und das ist auch einer der Gründe, weswegen ich mit Debian aufgehört hatte. Manche Leute haben den Blogpost sicherlich gelesen. Was war der Anfang? Ach genau, du hattest über die Debug-Optimierung. Ja, das war ich. Die Debug-Optimierung, ja, ich will auch nicht sagen, dass sie das falsch gemacht haben, weil die Optimierung ist ja durchaus nachvollziehbar. Ja, du hast irgendwie ein Paket, das ist groß, was kannst du rausnehmen? Naja, die Debug-Informationen, die wenig Leute brauchen. Super legitim. Aber es ist eben einfach nicht zu Ende gedacht, wenn du jetzt als Entwickler eben diese 5 Fallstricke in den Weg gelegt bekommst, bis du wieder an deine Debug-Informationen kommst. Das ist der Teil, den ich bemängel, dass sie eine Optimierung umgesetzt haben, ohne auf die UX zu achten. Und gerade, dass man das eben heute viel, viel besser machen kann und dass, ich will es auch denen gar nicht vorwerfen, dass sie es damals nicht gemacht haben, aber dass sie eben nicht auf den modernen Ansatz umsteigen in endlicher Zeit quasi, das ist das Problem, was ich eben sehe. Also Debian bewegt sich viel zu langsam. Ja, aber das einfachste Mittel wäre ja dann, du schaust, dass du deine Optimierung in den System D hineinkriegst und damit... Entschuldigung! Zuerst mal, apropos System D, Pöttering hat dieses System vor einiger Zeit mal so vorgeschlagen, fast vollständig. Ich habe mir das durchgelesen. Es ist nicht so ähnlich, wie du das jetzt gerade darstellst, finde ich. Ja, anderes Thema. Was du als modern beschreibst, ist ganz, ganz massiv ein System, wie es ein Entwickler haben will. Ja.
für mich als Nutzer läuft mein Update morgens um 5, wenn ich garantiert nicht am Rechner sitze. Ja. Ich will, dass mein System zur Laufzeit schnell ist. Wenn er gerade aufsteht, wollte er. Ja, ich meine, das ist schön, dass du das in dein Leben so untergebracht hast, dass du das so machen kannst. Meine Realität ist es halt nicht. Und man sieht ja auch, wie das irgendwie bei Windows 10 so ist. Du musst ja nur mal auf Twitter schauen, wie viele Leute irgendwie die Updates, die im Hintergrund ausgeführt werden, ihnen gerade irgendwie ihre Arbeit zerschossen haben. Also ich finde, das ist generell so im Computing-Bereich noch kein gelöstes Problem, dass man Updates irgendwie quasi unobtrusive, also komplett im Hintergrund machen kann. Das Nächste, was ich finde, das da rankommt, ist irgendwie Chrome OS, wo du halt einfach irgendwann so ein Pop-up bekommst und der sagt dann halt so, hey, da gibt's Updates, vielleicht willst du neu starten, dann startest du neu, es dauert genauso lange wie sonst, aber du bist im neuen System. Das ist für mich so der Goldstandard und die alle anderen Systeme, die ich kenne, kommen da nicht hin. Mikro, lass erstmal die anderen zu Wort kommen. Ja. Also, es gibt ja insgesamt relativ wenig Gründe, warum dein System langsamer sein sollte als das halt bisherige System, abgesehen von der Implementation, soweit ich das verstanden habe. Ja. Insbesondere dank der Komprimierung könnte es sowieso noch schneller sein, zumal ja Harddisk langsamer ist als halt die CPU und das RAM, das ja dann das Ganze zur Runtime noch empacken kann und damit hast du ja ein Speed-up, wenn du ein Programm startest. Ja, genau. Also, im Moment das Gegenteil von dem, was hier alle kritisieren. Möglicherweise, ja, vielleicht müssen wir das vor der Tür fortsetzen. Dann können wir so zwei Fraktionen bilden. Ich bestehe auf einen Sitzkreis. Gibt es noch Wortmeldungen von Personen, die sich bis jetzt nicht zu Wort gemeldet haben? Das wäre nämlich da hinten. Ja, ja, ja. Wir haben auch nur noch 4 Minuten. Wie baust du denn diese zentralen Verzeichnisse auf, wenn du sagst, wir können beliebig viele Pakete parallel installieren, aber in dem Moment, wo du sagst, aber das kommt jetzt alles in meinen /user/bin rein, dann fällst du ja genauso auf die Schnauze wie alle anderen auch. Genau. Das hatte ich vielleicht nicht klar genug gesagt. Also der Punkt von dem Bin-Verzeichnis ist letztendlich nur für interaktive Nutzung für Endnutzer. Ja, also die ganzen Programme, die ich ja installiert habe, so zum Beispiel der Nginx, der schaut nie nach Bin, weil der weiß ja, der hat ja die konkreten, vollständig spezifizierten Pfade. Aber ja, du hast natürlich recht, dass je mehr Zeug du so installierst, desto länger dauert es irgendwie, die Pakete zu scannen, um zu finden, was soll nach Bin. Das Gute ist, dass es überhaupt gar nicht lange dauert im Moment, also irgendwie auch wieder ein Bruchteil von einer Sekunde und da kann man auch noch optimieren, das ist noch nicht irgendwie am Ende angelangt. Aber das ist so eine One-Time-Cost, also die hast du nur dann, wenn du irgendwie startest und wenn du neue Pakete installierst und das amortisiert sich sehr schnell. Also im Moment bin ich da nicht besorgt. Ja, hier vorne nochmal. Wie machst du das? Symlinkst du das Zeug dann alles nach /userbin oder wie schaut denn deine Basisvariable in deiner lokalen Shell aus? Lang. Ein Teil davon ist von mir, der Rest ist quasi der Bash-Path, der ZSH-Path, sorry. Aber im Wesentlichen langt es auch, wenn Path einfach nur /bin enthält und so kann man das auch in der Bildumgebung machen. /bin/git ist einfach ein Symlink, der ist auch einfach virtuell, also das Fuse-Dateisystem erstellt den, also hält den vor quasi, ja. Gut, dann würde ich vorschlagen, werden wir die weitere Diskussion, Gespräch, auf nach den Talk verlegen. Wir sagen nochmal einen großen Applaus und vielen herzlichen Dank, Michael.